Bums! Entschuldigung. Modern Warfare 2 ist im vollen Gange. Wir sind alle am Grind. Das Wochenende steht vor uns. Heute Morgen kam schon ein Video online, wie ihr am besten eine Waffe levelt und eine Tarnung erspielt. Und jetzt gibt es direkt die besten Settings, Controller, Grafik, Audio auch ein bisschen. Alles rund, damit ihr einen guten Start habt. Ich hoffe, euch gefällt der Grind. Jetzt kommen jeden Tag Videos auf meinem Zweitkanal, auf meinem Hauptkanal. Ich bin die ganze Zeit live. Checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab, wenn ihr mal ein bisschen quatschen wollt oder einfach nur ein bisschen zuschauen wollt. Würde mich sehr darüber freuen. Und wir gehen rein ins Video, Leute. Fangen wir einfach mal mit den Controller-Settings an. Ich habe hier auf Taktik umgekehrt geklickt. Das bedeutet, dass ich nicht auf R3 schlage, sondern auf Kreis, hier mit meinem SCUF-Controller. SCUF-Controller übrigens, Link in der Videobeschreibung, wenn ihr euch einen ziehen wollt. So schlage ich auf Kreis und rutsche mit R3. Zusätzlich habe ich hier noch L1 und L2 vertauscht. Ja, ein paar von euch zocken wahrscheinlich so gerne, dass sie mit L2 schießen. Ich spiele immer mit, also das heißt zielen, ich ziele immer mit L2 und schieße mit R1. Das habe ich schon immer so gemacht. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Raptor spielt zum Beispiel euch auch L2, R2. Aber wenn ihr das halt tauschen wollt und nicht wisst irgendwie, wo ihr das einstellen sollt, einfach direkt hier am Anfang da die Option anmachen. Dann hier auf Standard, Controller-Vibrationen, würde ich euch eigentlich immer empfehlen, die auszumachen. Es gibt eigentlich keinen Pro-Player, der irgendwie mit Vibration spielt. Wenn ihr es geil findet, dann könnt ihr es natürlich machen. Tut euch da keinen Zwang an. Ich persönlich finde es nicht so nice. Hier schaue ich noch ein bisschen, was meine Empfindlichkeit angeht. Ich habe auch schon 6-6 gespielt, 7-7. Mal schauen. Also ich habe hier auf jeden Fall die ZV-Empfindlichkeit-Multiplikator auf 0,7 gemacht. Ihr könnt hier wählen zwischen 0,8 und 0,75, 0,7. Und entweder 0,75 oder 0,7 habe ich benutzt. Ich spiele jetzt gerade noch auf 0,7. Könnt ihr ja schauen, was ihr da auswählt. Oder, da kommen wir gleich zu der Möglichkeit, könnt ihr eine eigene Empfindlichkeit pro Zoom-Stufe anmachen. Empfindlichkeitsmultiplikator, alles gut. Hier ZV-Verhalten, ganz normal auf Verhalten. Automatisch Print könnt ihr euch ja so auf Pause drücken und euch das dann anschauen. Da ist eigentlich nichts Besonderes mit dabei. Zielhilfe natürlich auf an. Zielhilfetyp immer auf Standard. Reaktionskurve auf dynamisch, in Warzone auch schon so gespielt. Ist eigentlich relativ normal, da könnt ihr halt aussuchen, ob ihr Standard, linear oder dynamisch spielt. Wir spielen eigentlich alle so aus dem Warzone-Deutschland-Umfeld, glaube ich, aus dynamisch. Hier könnt ihr auch gucken, ob ihr vielleicht Black Ops nehmt, Präzision konzentriert, ich weiß nicht, wird bei Standard bleiben, das fühlt sich eigentlich immer mit am besten an. So, und hier kommt jetzt das Interessante, und zwar könnt ihr hier, das kennt ihr vielleicht auch noch aus Warzone, auch eure Multiplikatoren im Zoom einstellen. 0,75, 0,75 und bei größeren Zooms bei 1,0. Das habe ich in Warzone auch so gehabt, deswegen mache ich das da genauso. Und toter Bereich ist auch sehr wichtig. Da müsst ihr dann schauen, dass ihr euer Controller in der Lobby einfach mal hinlegt und schaut, ob er einen Stickdrift hat. Ja, also dass er sich bewegt, der rechte Stick oder der linke Stick, ohne dass ihr etwas macht. Wenn es so ist, dann geht hier einfach immer weiter nach oben. Ganz wichtig, nur bei Minimum rechter Stick und Minimum linker Stick. Ich habe jetzt zwischen 0,08 und 0,15, ich glaube standardmäßig auf 0,15. Aber je weniger ihr da bei dem Toterbereich, Eingabebereich, je weniger ihr auswählt, desto schneller reagiert euer Controller, ja. Und deswegen, desto besser könnt ihr natürlich auch umgekehrt im Spiel reagieren. Schaut euch das einfach mal an, wie das da bei euch ist. Es ist total individuell. Ich habe jetzt mal 0,08. Vielleicht gehe ich da nochmal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Ich schaue da noch ein bisschen. Hier, die Sachen sind auch relativ uninteressant. Einfach so die standardmäßigen Sachen, ne. Automatischer Fallschirmeinsatz ist dann für DMZ oder Warzone noch, ne. Da muss man eh noch ein paar Sachen dann austauschen wahrscheinlich. Klettern am Boden, automatisches Bodenklettern. Ich weiß nicht, wie findet ihr überhaupt dieses Hängen an den Wänden, an den Häuserwänden? Bin ich richtig bescheuert. Ich muss sagen, das gefällt mir gar nicht, Alter. So, Kampfverhalten. Schnell C4-Detonation kann man noch anmachen. Ist jetzt auch uninteressant, glaube ich. Bisschen Fahrzeugverhalten und ja. Dann haben wir, glaube ich, alle Controller-Settings durch. Gehen wir weiter zu den Grafik-Settings. Das sind so die Sachen, die ich hier auf jeden Fall habe. Exklusives Vollbild. Die Konsole ist das egal. Am PC ist Vollbild immer besser. Ich weiß, es nervt. Man kann nicht raustappen, ohne dass der ganze PC gefühlt abstürzt. Aber so habt ihr immer ein bisschen mehr FPS und Performance. So 1089p. Ich habe halt keinen besonderen Monitor oder so. Automatisch 360 FPS aufgelöst. Bildformat automatisch. Hier alles aus. Und ja. Shader-Optimierung habe ich auch alles aus, habe ich nichts Besonderes eingestellt. Würde ich mal schauen. Im Endeffekt sind es jetzt nicht, sage ich jetzt nicht, dass das so für die besten FPS, wenn es jetzt um PC geht, die besten Settings für einen PC ist. Ich habe jetzt halt so einen echt guten PC und damit funktioniert es bei mir ziemlich, ziemlich gut. Ich spiele jetzt auch nicht alles auf Maximum, aber das Spiel sieht bei mir, glaube ich, schon echt knackig aus. Im Endeffekt könnt ihr halt immer wieder schauen, ob ihr dann irgendeine einzelne Sache runterstellt, nur an die PC-Leute jetzt.
wenn ihr unzufrieden seid mit der Performance. Hier, da könnt ihr dann einfach Pause drücken, wenn ihr wollt. Hier habe ich ein paar Sachen auf hochgestellt, ein bisschen auch auf runter. Ich finde das schon ganz nice. Ich finde, im Multiplayer kann man eigentlich auch mit den Settings ein bisschen weiter nach oben gehen, anders als jetzt zum Beispiel bei Warzone, ja, weil da die Map halt viel größer laden muss. Deswegen muss man da eventuell noch ein bisschen runtergehen. Für den Multiplayer könnt ihr hier auch so die Textur nach oben stellen. Auch mal eine Detailstufe entfernt ist gar nicht uninteressant. Ne, da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr wollt ein bisschen Ressourcen sparen, Detailstufe nah. Wenn die Leute nah sind, braucht ihr jetzt vielleicht nicht so die allerhöchsten Informationen. Deswegen könnt ihr da dann auf gering gehen. Aber auf Entfernung ist vielleicht gar nicht schlecht, alles ziemlich klar zu sehen. Deswegen könnt ihr da dann auf jeden Fall, wenn ihr euch entscheiden müsstet, auf hoch stellen. Ja, Partikelqualität auf hoch, Partikelqualitätsstufe habe ich auf hoch, einschusssicher Spray habe ich an, damit man den Recoil auch ein bisschen sieht. So Geschichten sind eigentlich relativ entspannt. Texturstreaming auf Abruf habe ich aus. Shadowmap-Auflösung auch auf gering. Ne, das sind halt dann so ein bisschen so Feinheiten, die man justieren kann, so wie man möchte. Schatten ist halt immer so eine Sache, ob man den jetzt unbedingt braucht oder nicht. Aber die relevantesten Sachen sind auf jeden Fall hier unten. Ne? Tiefenschärfe, Weltbewegungsunschärfe, Waffenbewegungsunschärfe, Bildrauschen. Alles aus. Alles falsch. Von vorne bis hinten alles falsch. Das könnt ihr alles ausmachen, ohne Frage. Das braucht ihr nicht. Ne? Die Bewegungsunschärfe aus MW kennt ihr ja. Das ist wirklich Quatsch. Macht es nicht. Geht ihr dann weiter auf Ansicht und da kommen wir dann zu dem beliebten FOV. Also ihr könnt auf 107 FOV spielen. Es gibt immer noch das Gerücht, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt, dass im 107er Bereich der Aim Assist wohl am stärksten ist oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube, Jaygod hat das auch in seinem Video nochmal angesprochen. Ich finde halt 107 kacke. Ich finde 120 ist extrem nice. Ich habe jetzt eine Runde oder zwei auf PlayStation gespielt. Das war bodenlos, wie schlecht die Performance war. Deswegen schaut da mal, ob ihr den FOV da vielleicht ein bisschen runterschraubt, so auf 107, wenn 120 FOV zu sehr an eurer Performance saugt. Aber ich spiele auf 120, ganz klar. Finde ich viel, viel nicer. Macht viel mehr Spaß. Hier solltet ihr auf Beeinfluss gehen, denn dann habt ihr quasi weniger Visual Recoil. Ja, hier habe ich Standard. Könnt ihr auch auf breit machen, dass die Waffe ein bisschen weiter weg ist. Könnt ihr ausprobieren. Fahrzeugsichtwert auf Standard. Und ganz wichtig hier bei der Kamera auch noch alles auf minimal zu stellen, dass die Kamera nicht so wackelt und alles kaputt geht bei den ganzen, bei der ganzen Action, die so im Spiel passiert. Audio hier, auch Kopfhörer, Bassverstärkung ist eigentlich relativ normal. Und das Wichtigste noch hier unten, das habe ich, das hat Chris mir gezeigt, beziehungsweise das habe ich bei Chris gesehen, richtig stark. Hier Tinnitus-Ton reduzieren, dass es nicht so ein heller, ekliger, ich piss dir ins Ohr-Sound ist, wenn ihr eine Stun bekommt oder so, sondern dass es dann reduzierter ist und einen durch einen dumpfen Ton ersetzt wird. Ja, ansonsten könnt ihr euch das hier alles nochmal reinziehen, was den HUD angeht. Ne, die ganzen Minimap-Rotationen würde ich auch immer schön anmachen, dass es auch ein Quadrat ist. So seht ihr nämlich ein bisschen mehr von der Map. Die Ecke hier oben seht ihr auf einer viereckigen Map. Auf einer Kreismap seht ihr das gar nicht. Deswegen solltet ihr da auf jeden Fall auf Viereck gehen. Hitmarker solltet ihr auch anmachen. Aber da könnt ihr auch alles schauen, wie ihr es vielleicht besser findet oder wie es für euch passt. Das gleiche gilt auch hier mit der Farbpalette, wie ihr wollt, dass das angezeigt wird. Wenn ihr einen Farbfilter anmachen wollt, dann könnt ihr das hier einstellen. Ich spiele eigentlich immer ohne Farbfilter, weil ich Gott sei Dank nicht farbenblind bin. Und ansonsten war es das auch schon tatsächlich. Und zum Ende hin noch vielleicht ein, zwei Tipps von mir oder Empfehlungen, wie ich zumindest jetzt die ersten Runden spiele. Ich habe hier immer das Angriffs-Perk-Paket, weil man da am Anfang Overkill mitnehmen kann und Plünderer, falls man mal aus der also Munition verliert. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, man hat hier ganz am Ende Zusammenflicken. Und wenn man einen Feind tötet, heilt man schneller. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn das Healen ist in diesem Spiel wieder so für immer angesetzt. Also es dauert wirklich Ewigkeiten zu heilen. Das ist, glaube ich, 4-5 Sekunden One-Shot. Und wenn ihr halt One-Shot seid und einen Gegner eliminiert, dann füllt sich euer Leben fast so schnell auf wie mit einer Stim. Das ist sehr, sehr nice. Deswegen spiele ich das Angriffspaket. Ihr könnt aber theoretisch hier, wenn ihr auf das Plus klickt, auch ein eigenes Paket erstellen. Da ich ja relativ viel Invasion spiele, nehme ich auch immer eine Sniper mit, damit ich dann hin und wieder jemanden vielleicht aus dem Headglitch snipen kann. Und hier ist es eigentlich auch egal, was ihr mitnimmt. Gerne die Munitionskiste, die ist nicht schlecht. Und gerade spiele ich die Scar und teste mich da ein bisschen an den Aufsätzen rum. Wenn ihr die M4 sehen wollt, die ich hier schon auf Gold gespielt habe, dann könnt ihr dann mein M4-Video euch reinziehen, weil ich die ja schon auf Gold gezockt habe. Und ich hoffe einfach, dass ich euch hier mit dem ersten Video einen guten Start
in Modern Warfare 2 geben konnte. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Würde mich sehr darüber freuen. Ein kostenloses Abo wäre auch richtig nice für Daily. Modern Warfare 2 Content, ich hätte schon fast Warzone gesagt. Ich bin noch so im Grind drin. Und checkt auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen ein Video hier ab, denn es wird eine große Challenge geben zusammen mit Epos, wo ihr bis zu 500 Euro gewinnen könnt. Kleine Werbung an der Stelle, schon mal ein kleiner Teaser. Es handelt sich auch um eine Clip-Challenge. Deswegen seid gespannt, es wird eine richtig nice Zeit und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Motto des Tages. Tschüss. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I saw them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling.